Willkommen zurück bei Tales of Eternia. Ich habe beim letzten Mal ja Shadow dazu bekommen. Ich habe mir auch jetzt eben kurz, Mühe möchte ich nicht sagen, aber mich darum gekümmert, dass Kiel Spells eingestellt bekommt, sodass ich ihn selber steuern kann. Mal gucken, wie das wird. Panik pur. Das Problem ist ja immer, ich habe nicht so viel Angst davor, Kiel zu spielen, wie ich davor Angst habe, wenn die KI Reach spielt. Ne? Das ist ja das Problem. Aber wir schauen mal, vielleicht komme ich ja ganz gut klar damit. Natürlich muss ich erstmal einfinden, also man möge mir verzeihen, aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit Kiel spiele. Und darüber hinaus habe ich auch generell mit Spellcasting bisher nicht so viel gemacht, außer mal kurz mit Meridy mal, ne? Und das war eh schon so eine Sache, wegen dem, dass man die Dinge oftmals nicht so wirklich sieht, die man so tut. Ach, kann das sein, dass in den Gebieten, wo diese Geister rumfliegen, man nicht auto-attacked wird? Also von irgendwelchen Zufallskämpfen. Weil ich habe hier keinen einzigen Zufallskampf. Ist gut zu wissen. Keine Sorge, ich mache trotzdem noch welche, weil ich muss ja da oben noch hin. Komm mal her hier. Ach komm, warum gleich sowas, ey? Ich sehe meine Spells nicht. Pepper Hands. So, ist noch ein Blizzard. Also mein Ice Force, Ice Ding hier, weißt du? Alles war Funwelt. Amnestie habe ich schon wieder vergessen, wo ich mit Tasten aufgelegt habe. Au, ich bin voll in die Explosion reingerannt. Unklug. Bin ich tot. So, da wurde nochmal ein Eis. Mein Eis war auf. Nach unten. Nee, nach oben, oder? Ja, nach oben war Eis. Shit, das habe ich wieder falsch gemacht. Das war jetzt Eruption. Unten ist Eruption, oben ist das Eiszeug. Nach vorne ist die Blades. Weil ich die immer im Nahkampf schnell machen musste, wenn ich zum Gegner hingucke. Ja, okay. Und wenn ich nur Kreis drücke, mache ich den neuen Shadow Spell, weil ich den einfach dabei haben will. Das war jetzt erstmal ein bisschen faily, aber es war ja klar, dass es erstmal faily wird. So, guck, machen wir eben den Hamburger schnell. Wie komme ich denn da hin? Ah, da vorne links, okay. Ah, schon wieder sowas von beiden Seiten. Ja, da kann man sich auch gut Ziel treffen, man weiß, wo man stehen muss und wo man casten muss. Also ich komme mit dem klar. Mal gucken. Aber es gibt einfach Kämpfe, wo ich zu sehr darauf angewiesen bin, mit Reed die Gegner wegzuhalten, aber muss ja nicht immer sein. Drain Charm. Das war, glaube ich, damit man Schaden hier. Während man Schaden macht, gleichzeitig Lebenspunkte regeneriert, ne? Ich meine, so ein Ding hatte ich schon. Habe ich aber noch nicht gehabt, also falls es so ein Ding ist. Prevents Infirmities, including the Decline Accuracy. Wenn ich es richtig verstehe, verhindert das jetzt jegliche Form von Statuseffekten, die meine... meine Schadenswerte verringern, also wenn sie meine Defense verringern oder meine Genauigkeit verringern, dass das nicht mehr passieren kann. Gut, das ist nicht so wichtig für mich. Passiert eh nicht so oft. Ja, geschafft, ne? Den Geist noch mit Blatt. Ja, er hat den Target. Ja, ich muss dann denken, ja, das war mein Fehler, weil ich muss ja dann denken, dass er trotzdem immer ein Target hat, egal wo ich hingucke. Ja, ich muss mit dem Target-System noch ein bisschen wärmer werden, bevor das hier gut funktioniert. Alles klar. Aber ich glaube schon, dass ich besser Spell casten kann als normalerweise in Spielen, wo man solche Gruppensysteme hat und so, spiele ich fast immer Spellcaster. Weil ich der KI immer eher zutraue, einen Nahkämpfer zu spielen, der einfach nur draufholzt und der sich durch seine passiven Werte sozusagen heraustut, als jemanden, der aktiv Spellcasten sollte. Deswegen spiele ich in der Regel eigentlich immer selber die Spellcaster. Okay, wir haben Shadow. Das ist nice. Jetzt fahren wir erstmal zurück zu der Stadt.
Und hoffen mal, dass die Waffe fertig gebaut wurde. Da habe ich doch recht große Hoffnung, was das anbelangt. Zutaten sollte ich auch nochmal neu kaufen. Nicht die beste Stadt dafür. Die beste Stadt ist auch noch die höchste Stadt, aber so wählerisch bin ich dann auch nicht. Das war aber nicht der Zutatenladen. Ich bin mir ziemlich sicher, der Zutatenladen war der ganz links. Der hier. White Tusk kann ich auch nur diesen Planeten kaufen. Das ist gar nicht so schlecht, hier auch einmal einzukaufen. Die Satai-Sachen sind, glaube ich, auch Celestia Only. Also allein wegen den Dingen müsste ich hier zwischendurch mal herkommen. So. Ja, ich habe jetzt vergessen, zwischendurch zu gucken. Ich meine, ich habe jetzt zwischendurch nur ein paar Minuten gehabt, aber wie es ist mit Max und den neuen Skills. Ah, jetzt ist die auch mal aufgetaucht hier. Ich habe keine Ahnung warum, aber hey, ich habe nichts anderes gemacht. Ich erinnere mich, dass in diesem Text stand für diese Attacke, dass die Katze erst dann auftaucht, wenn man zumindest einmal in der Shadow-Höhle drin gewesen ist. Das war der Auslöser jetzt dafür. Alles klar, ich habe völlig vergessen. Schön. Neuer Skill für Max. Schon 3 Stück. Aqua-Spyro. Jetzt hat er Wind, Wasser und Feuer zur Wahl. Ist das Ding stärker als der letzte Spell? Anscheinend schon, weil das 28 Punkte kostet. Bin mal gespannt, wie das Ding abgeht. So, jetzt aber ab und gucken, dass die Waffe fertig ist. Ich hoffe es wirklich. Dann können wir gleich den nächsten Auftrag geben. Weiter unten. Ja, da steht er. Was? Ah, okay. You wish to make a report. Okay, ich wollte gerade sagen, hatte noch nichts fertig gebaut. Ich habe wieder Spaß gegeben. Was? Ach, kann ich es oft so nehmen, wie ich lustig bin? Ah, okay, das sind also gewisse Goals, die man erreichen muss. Also nicht, dass er dann fertig werden. Doch, er ist dann direkt fertig. Lol, das wusste ich nicht. Na dann. Das ist gerade so viel Geld, was ich gerade weggebe, ich weiß. Ja, Alter. Also, ich glaube, das braucht trotzdem Zeit, aber jetzt glaube ich tatsächlich eher, dass es eine gewisse, also Zeit im Sinne von erreichten Story-Fortschritt ist. Und jetzt habe ich alle Waffen donaten können, bis zu den gewissen Geldpunkten, die ich bekommen konnte. Also ich musste diese Waffen sowieso bekommen, um die zu bekommen.
Und das hier ist der Top, habe ich bei 1088. Der hat so viel mehr Power als alle anderen. Das ist der Wahnsinn. A weapon that is simply amazing. Your enemies don't stand a chance. Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Solange die nicht fliegen, ne? Ich bin auch sehr glücklich jetzt, dass ich mein Geld nicht ausgegeben habe für dieses Inn-Schiff. Hätte ich zwar machen können, aber da hätte ich jetzt nicht das Geld gehabt, das hier zu machen. Und es ist momentan definitiv mehr wert, als sich im Schiff ausruhen zu können. Dann wäre ich das doch in jeder Stadt machen können. Ich weiß, wie viel ich mir jetzt noch geben kann. Ich hoffe, dass er mir sagt, wenn er genug hat. Ich den Hals einfach niemals voll. Aber selbst dann würde ich ihm einfach das ganze Geld geben. Weil für die Waffen für Max ist mir einfach wert. Wie viel Geld habe ich noch? Gott, ich habe so viel Geld weggehauen. Aber ich wüsste halt nicht mehr, dass es dieses Spiel überhaupt noch sowas wie, ich meine, es kann sein, aber auf den Weltkarten beiden gibt es keine Dörfer mehr, bei denen ich noch nicht war. Also wenn ich irgendwann ein geheimes Dorf auftaucht oder sowas, dann muss ich davon ausgehen, dass es halt keine Dörfer mehr gibt. Und was soll ich da noch mit Geld? Normalerweise kaufe ich mit Geld Ausrüstung und das ist genau das, was ich mit Max jetzt gerade mache. Ich hole jetzt eine Ausrüstung nach. Ich liebe jetzt noch einmal und dann ist gut. Ich glaube, mittlerweile müssen wir einen Punkt erreichen, wo die Zeit voranschreitet. Aber hey, hat sich schon gelohnt. Das war eine erheblich bessere Waffe für Max. Und wir haben neuen Skill für Max. Also super. Einfach super. Gut. Gut, gut. Rasten sollten wir auch nochmal. Im Inn. Das war hier ein Hotel, ne? Ja, richtig. Ein Hotel, dem ich bald vorbeigelaufen bin. Bevor ich hier dumm anfange zu suchen, das war nämlich hier vorne. Ach, ihr habt eure Preise auch angepasst. Wie herzallerliebst von euch. Max. Immerhin noch extra Zähne. Den Huster konnte ich noch rauskriegen. Aus dem Ton. So, okay. Des Weiteren habe ich gesehen, es gibt noch einen optionalen Ort. Und dieser optionale Ort befindet sich nicht auf diesem Planeten. Wir müssen auf Infernia zurück. Den würde ich gerne auch noch mitnehmen. Dann ist mein Latein aber auch erstmal wieder am Ende, was optionale Orte angeht. Und ich denke, dann sollten wir vielleicht langsam die nächste von Seifers geilen Prüfungen machen. Wenn dem nicht so sein sollte und was anderes dazwischen zu tun ist, dann mache ich das vielleicht auch noch. Aber ich glaube, wenn wir heute uns vornehmen, uns um
dort, diesen optionalen Ort zu kümmern, so, dann haben wir eigentlich schon, glaube ich, genug zu tun, um die Folge zu füllen. Da mache ich mir keine Sorgen. Ich wünschte immer noch, ich könnte fliegen. Seufz. Das ist gerade auf diesem Kontinent besonders nervig, weil diese Brücke ja nun mal in diesem Binnenmeer liegt und dahin zu kommen ist immer so ein bisschen umständlich. Gleich muss ich auch wieder tauchen, deswegen. Nur um durch diese dusseligen Brücke durchzukommen, die überhaupt keine Bedeutung hat. Büb, 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 büb. Nein. So, wir wollen Inverse Dome. Turn 180 degrees. Und Inferior Port. Und runter nach Inferior. So, der nächste optionale Ort befindet sich an den Koordinaten 88, 64. Gut, 88, 64 ist gar nicht mehr so weit weg von mir. Das ist doch sehr schön. Oh, der ist irgendwo bei dem Halbmondinsel-Ding, oder? Ich bin da doch schon mal runtergetaucht, jetzt mal ohne Spaß. Da bin ich wirklich schon mal runtergetaucht. Aber es muss ja irgendwie sowas sein. Okay, aber hier ist nichts. 88. Warte mal. So, 64, ja. Und hier ist 88. Also, es muss eigentlich irgendwo hier sein, in der Mondinsel. Das verstehe ich jetzt nicht, außer die Daten werden falsch, das glaube ich aber nicht. Also was ist mein Fehler? Warum finde ich diesen Ort nicht? Muss ich irgendwie von der anderen Seite dahin? Vielleicht ist das das Richtige. Ja, das schaut nicht so aus. Was mache ich falsch? Okay, Moment, das könnte es vielleicht sein. Die Vorstellung. Das könnte das Problemchen sein. Da wäre ich auch. Da war ich doch schon mal. Warum hat man mir das denn damals nicht gesagt? Ich meine, das wundert mich jetzt ein bisschen, weil ich da eigentlich gewesen bin, meines Wissens nach. Aber vielleicht kommt das auch jetzt erst, weil ich irgendwas anderes vorgemacht habe. Und zwar hierhin? Ne, ja doch, doch, doch. Und dann hierhin. Da war ich ja schon mal. Da, wo ich jetzt einsetzen kann, weil ich da nichts für habe. Aha, ich hätte die Statue ansprechen müssen. Exakt die Statue und nicht links, rechts die Ports. Ah, siehst du, wahrscheinlich muss ich die... Das ist hier so ein typischer Fall von, du musst erst wissen, wo es ist, damit es dort existiert. Ne? Das ist mega unlogisch, aber... 88, 64, okay. Jetzt sollte es gehen.
Und da bin ich so von mir aus schon reingegangen in den Raum, ne? Hab beide Seiten angeklickt, aber nicht die eine Seite in der Mitte, die ich hätte anklicken müssen. Ja, siehst du, jetzt ist da ein weißer Punkt auf dem Mond, auf der Mondinsel. Was eine Verarsche, du. Okay. 88, 64 haben wir hier. Wow. Das sieht aus wie ein großes Grab. Und? Nicht unter Wasser anscheinend, sondern tatsächlich an Land. Oh, die Wook, ah. Tomb of Ifrit, ach, das ist ein Grab. Ja, kein Wunder, dass die Mucke schon wieder so schrecklich ist. Bitte keine Minigames. Oh, wir können finden, um einen neuen Spare zu createn. Oh, die Mucke. Ich habe sie nicht vermisst. A Deep Mist. Okay. Habe ich das gelernt? Oder Melody? Ich habe das gelernt, dann ist es erstmal egal. Ich kann schon mal gucken, was es ist. Shroud the enemy in mist and reduces the enemy attack accuracy. Ach so, also dass ich mehr ausweiche und der Gegner weniger trifft. Dinge, die sowieso nie passieren. Gefühlt. Oh Gott, das sieht schon wieder nach 1000 Räumen und Spielchen aus. Gott verdammt dich, Ifrit. Was soll das nur? Wundere mich, dass Chat nicht dabei ist. Ah, wo gehen wir lang? Der ist hier unten. Oh Gott, das ist ein Schrein hier, oder? Ah, shit, ist das hier? Ihr Garten oder wie? Oh Gott! Die schlagen mich einfach. Okay, dann koche ich jetzt was. Einen nämlich nicht geschlagen, aber warum auch immer. Alter, wir sind fast tot. Ifrit, weißt du was? Fuck you, ganz ehrlich. Ifrit, fuck you. We just ate, ja, das ist immer so doof. Jetzt muss ich was von den Heiligern benutzen. Oh Gott. Das ist ein einziger Irrgarten. Ein Irrgarten mit schrecklicher Mucke und schrecklichen Fallen. Das wird ein Albtraum. Alter, die Casting-Animation sind so lang. Das ist aber ganz cool, das jetzt selbst zu erleben, ne? Damit ich Kiel nicht mal so ausschimpfe. Wundert mich nicht, dass er da meistens rumsitzt und nichts tut, wenn er zwei Stunden lang Cast-Animaten muss. Diese ganzen Püppchen, die hier rumstehen. Toll. Wow. Muss ich wieder Ringe benutzen? Nee. Das war so schon mal eine ziemliche Sackgasse. Ich will die Truhe natürlich haben. Oh. Oh. Alter. Aber kann besser einmal durchlaufen und hoffen, in der Zeit nicht angegriffen zu werden, sich dann erst heilen. Ich weiß, ich muss immer zurücklaufen, aber die Chance, dass ich dabei angegriffen werde, ist zu hoch. Ein Starshield und eine Mithril Bracelet. Ein Starshield könnte ja gut sein. Ich habe schon lange kein neues Schild mehr bekommen. Ja, es sieht zwar schrecklich aus, aber das Schild ist Shape of a Star. It protects against Shadow Planets, aber auch Schutz gegen Schatten. Immer nicht schlecht. Also hätten Huke brauchen können gegen den Schattenboss gerade eben. Jetzt ist das ein bisschen spät. Und eine Mithril.
War es denn mit Chili Basted? Ich schätze mal, wa? Mit immerhin mehr Defense und Luck ist sowieso egal. Ja, dann schlag mich halt nochmal. Nein! Gefährlich. Das hier ist gefühlt schneller, oder? Activity ist egal. Sehr nett von euch. Wie oft muss ich wieder... auf dem Weg hier raus muss es ja auch wieder aus diesem Bereich. Gibt es da irgendwie einen Trick, wie man diesen Schaden verhindern kann? Muss ja, oder? Das hat mir auch gar nichts gebracht jetzt, oder wie? Hat das gefailt? Scheinbar, okay. Ach komm, ich will jetzt nicht nochmal da durchlaufen, mich schlagen lassen. Der eine unten steht mich komisch, was nicht, ich weiß nicht warum nicht. Also habe ich das Gefühl, es gibt mit Sicherheit irgendwie ein System oder so, wie man da besser durchkommt, aber... Ich meine, die ganzen Apple Gels sind weg. Wow. Seufz. Ich hasse diesen Ort. Ach so, Kappas, auch noch. Oh, ein Hinterhalt, schlimmste, was es gibt auf der Welt. Oh, ich glaub, beiden Seiten beide erwischt, das sah zumindest fast so aus. Ja, wir sind tot. Hüpp. Okay, irgendwie leben wir noch. Ich hasse Hinterhalte so sehr. Ich werde es immer wieder sagen. Die sind einfach nur dumm und unfair. Ja, was soll ich denn machen, wenn sie mir wieder Träne da anspuckt, ey? Oh. Rückzug, 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 ja. Ja, dann rennen sie zurück, muss den Kampf trotzdem nochmal machen. Das ist halt super scheiße, ne? Dann war klar, ich meine, ich hätte mich gewundert, wenn wir durch den Kampf hätten überspringen können. Ich hoffe, man kann mittlerweile irgendwo Lemon Gel kaufen oder zumindest effektiv farmen. Ja, super. Unsere Familie Pilzkopf auch noch dabei. Ich sehe ja eh nichts vom Spiel als Magier. Das ist so ungünstig. Das ist so ungünstig und doof gemacht. Okay. Nochmal der Kampf hier. Ja, ich kann tatsächlich beide Seiten mit dem Thunderbird treffen. Wenn ihr mir ein bisschen Deckung geben würdet, schaffe ich das. Ja, das Thunderbird auch noch mega schade, weil das Wassergegner sind, die sind schwach dagegen. Dann sieht man das schon, ich kann halt effizienter sein als ein Mage einfach. Als ein KI es sein kann. Wenn das wenigstens eine andächtige, coole Musik wäre. Die Tür geht nicht auf. Aber nein, es ist diese schreckliche Musik von Ifrit. Och nein, ich kann die alte schieben. Ja, wenigstens habe ich es gemerkt, dass ich sie schieben kann. Das wäre noch viel ärgerlicher gewesen, hätte ich es nicht gemerkt. Nice Dark Force Hit. Man sieht zwar nicht, aber war ein guter Hit. Oh, ich habe bestimmt Scherben für das Ding, oder? Die ich vergeben könnte. Generell habe ich sowieso einige Scherben. Wo musst du denn hin, Madame? Ich hoffe, ich muss dich durch mehrere Räume schieben. Das wäre so nervig. Reicht nicht einfach ins Wasser zu schmeißen? So grausam das auch ist. Nee. Sag mir nicht, ich kann die durch mehrere Räume schieben, die Alte.
Stehst du da schon richtig vielleicht? Wo? Okay. Ich hoffe, ich muss nicht mehr hier zurück. Auf der anderen Seite halt, ne? Das wäre doof. Oh, die Tür ist aufgegangen. Ja, okay, dann ist ja schon mal klar, was passiert ist. Ach Gott. Also den hüpfenden Target nach Zutat war das ein Treffer. Diese Musik. Wir haben Alfreds Bart gefunden. Ah, wir müssen die Statue mit den ganzen Zubehörteilen von Alfred ausstatten, sodass sie aussieht wie Alfred. Deswegen ist sie auch so generisch und so, ohne irgendwas. Captain Z ist für Chattenhut. Okay, wir sind aber hier wieder rausgekommen. Das ist ganz gut. Das war unten reingegangen. Das heißt, die ersten beiden Türen sind weg. Dann gehen wir auf der anderen Seite jetzt einfach mal in die rechteste Tür. Die Puppen da auf dem Schreibtisch. What the fuck, ey. Falscher Spell. Ja. Naja, trotzdem was getroffen. Naja, unterschätze mich nicht. Ich kann auch mit Kiel Nahkampf angreifen, ja? Ich bin ein harter Boy. Ach, der ist auf der anderen Seite, der Metallicor. War ein Fehler. Na egal. Momentan kommt das Team ganz gut klar, ohne dass ich dabei bin. Aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist für die Zuschauer. Ich weiß, ich müsste dir mal sagen, dass sowas wie Kiel einfach nur nervig ist, weil man nichts sieht. Aber ihr habt die Kämpfe jetzt ja schon oft genug gesehen. Ah, Gott, ey. Ach so, na klar, das macht auch Schaden, wenn es unten ist. Hm. Na ja, klar, dass ich da nicht einfach rüberlaufen kann. Hätte ich mir denken können. Das ist ein Problem, weil ich kann. Nee, ich kann weg. Ich kann aus einem ganz einfachen Grund weg. Die Dinger verlieren sowieso nur 1000 Erfahrung und Elixier. Und was ein Elixier bringt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mal. Was ist ein Elixier? Was bringt das? Wüsste ich gerne mal ein Spiel. Elixier, da. Ja, eine komplette Heilung. Ist zwar mächtig, aber ganz ehrlich, ich müsste jetzt extra auf Reed wieder wechseln und dann müsste ich mit Reed kämpfen. Ich habe keine Lust, das zu wechseln. Ich habe auch schon mal eine Statue liegen lassen, dabei. Eine Truhe liegen lassen, meine ich. Damals in dem Gnome Dungeon. Ja, ich bin doof. Ich nach vorne gehen dürfen. Ich wollte jetzt zeigen, dass man die Spells auch sieht. Ne? Mein Fehler. Ja, mein Fehler. Aber die kommen auch so gut, ganz klar. Also ich glaube, meine Truppe ist schon ziemlich stark. Ne? Schön zu sehen. Alter, die Musik. Okay, da ist ein Frankensteins Monster. WTF. Hi. Oh, der bringt mich zurück. Ich darf nicht von dem entdeckt werden. Okay. Ach komm, ach die blöden Lichter, die dummen Augen. Ich hasse sie. Ja, komm, hier, friss meinen Stab. Tut das weh, das Gas? Keine Ahnung, was weh getan hat, ehrlich gesagt.
Statue. When a figure is in your path, call upon the power of ice. Ah, okay. Und eine Mondrobe. Ich soll den Eisring hier, glaube ich, Frankenstein's Monster einfrieren. Immerhin eine neue Robe. Das Gefühl davor, nicht weiterzukommen. Das sieht doch ganz gut. I see blood at night. Give me blood of a beautiful girl. Wie soll ich dem Blut einer hübschen Dame geben? Muss ich erst woanders lang, ne? Ich meine, wie soll ich das sonst machen? Oder kann ich irgendwie Blut von Melody oder Farah nehmen oder so? Ich denke mal nicht, oder? Ich schätze mal, ich muss wirklich irgendwie erstmal jemand was anderes finden im anderen Raum, oder? Nee, muss ich nicht. Ich hab's jetzt rausgefunden und ganz ehrlich, dass wir so Hashtag da erstmal drauf kommen, ne? Ich muss tatsächlich. Hier vorne in der Gruppe stehen, also mit einem der beiden Mädels, ist egal mit wem, kann ich mit Farah machen. Jetzt muss ich heilen, Mist. Ich habe ihr keine Spells eingestellt, also auf die Quick-Tasten. Das heißt, ich kann sie eigentlich gar nicht richtig benutzen. Außer ich gehe halt extra auf diese Skill-Dinger hier. Aber sie hat Lightning und Ice-Dings drin, okay. Nicht optimal. Dass ich sie einstelle zum Spaß, weil ich jetzt gerade kurz spielen muss. Ne, Grave hätte ich lieber unten. Ja, habe ich ja unten. Er hat verstärkt, meinte ich dann gerne unten. Und dann gibt mir einfach. Ich weiß es auch nicht. Ich habe gerade so wenig Spells drin, weil ich sie eigentlich nur nutze zum Heilen. Mach einfach so. Ging ja gut. So, jetzt müsste es auf. Ja. Das kann also nur eine Frau öffnen, wenn eine Frau vorne steht. What the fuck? Eifried, ne? Ganz ehrlich. Die Bomben tun wahrscheinlich weh, oder? Kann ich die anzünden? Ne, kann ich nicht, okay. Ich sehe wohl die roten Augen, ne? Ja, wie eine Geisterbahn hier ein bisschen, oder? Du kleiner Drecksack da, ne? Ja, der kann ja nichts machen. Was sie getan? Ja, minimal aber nur. Das ist echt eine Geisterbahn hier. Oh,
ob ich getroffen habe, werden wir nie erfahren. Ich glaube aber nicht. Max ist einfach ein Biest, da muss ich dann wieder sagen. Hier kann ich auch lang. Aber da auch. Nee, das ist durch dich genagelt, okay. Nach oben drücken und Kreis, also diese Skill-Aktivierung geht ja, ne? Das sieht mir bei Reed auch ganz oft, dass ich ganz oft springe, anstatt den Angriff zu machen. Aber weil nach oben drücken springen ist, aber gleichzeitig ein Kürzel zusammen mit Kreis ein Spell auszulösen. Optimal ist das nicht. Das war's wahrscheinlich schon, oder? Ja. Kiste sich gerade bewegt. Ja, der. Ach man. Ah, aber wir haben Alfreds Clothes gefunden. Und Truhe ist er auch noch. Losanas Dress. Ist das speziell für Chat oder kann das auch die anderen tragen? Lass mal gucken. Du schon mal nicht. Das ist generell keine Kleidung, so wie ich das erwartet habe. Keine Ahnung. Ist das ein Accessoire? Nein. Was ist das bitte? An old worn-out dress. Okay. Vielleicht brauchen wir das auch noch für irgendwas mal. Ja, wie Carsten! Ha! Ich hab den Carsten abgehalten. Ich hätte Kiki das nie getan. Wenn ich es jetzt gesteuert hätte. Was für ein Freeze Lancer! Ach komm! Dieses Carsten ist so lang, ne? Klar, die Spells sind stark, aber... Er macht. Oh, Alter, ist Mary einfach gestorben. Ich habe Marys komisches Sterbegeräusch diesmal nicht gehört, deswegen habe ich nicht darauf geachtet. Das ist wirklich, da muss ich mir echt mal in die Ohren schreiben, dass ich unbedingt nachgucke, ob es ein Item gibt, was die Cast Animations verkürzt. Das wäre das mächtigste überhaupt momentan, wenn es sowas gibt. Es wäre einfach Gold wert. Pures Gold. So, wir machen nochmal eben schnell einen Hot Curry. Natürlich klappt es nicht und ich habe keine letzte Time mehr. Shit. So viel zum Hot Curry. Hat sich erledigt. Dann das. Und wir gehen nochmal zurück und ziehen die ersten Klamotten an. Wenn es schon geht. Ja, den Bart haben wir. Und die Kleidung haben wir. Jetzt brauchen wir eigentlich nur den Hut, oder? Schätze ich mal. Dann würde ich sagen, das machen wir beim nächsten Mal, weil sonst wird die Folge zu lang. Ich danke fürs Zusehen. Bis dann.